Einmal im Monat beantworte ich ja eure Fragen und ihr hattet wirklich tolle Fragen diesmal. Ganz viele Fragen zum Thema Holz und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ja, die erste Frage dreht sich um die Holzstärke, genauer gesagt darum, welche Holzstärke man einkaufen sollte und wann es Sinn macht, auf der Bandsäge beispielsweise oder mit der Tischkreissäge aus dicken Bohlen dünne Bretter zu sägen. Erst einmal ein paar grundlegende Dinge zum Thema Schnittholz. Im Handel sind drei gängige Stärken zu bekommen: 27 mm, 35 und 52. Es gibt noch andere Stärken, vor allem die 42 mm Stärke. Die ist aber relativ selten geworden. Dann gibt es noch 80 mm und darüber hinaus noch irgendwelche speziellen Zuschnitte oder Einschnitte. Aber die Regel sind 27, 35 und 52 mm Rohmaß nach dem Trocknen. Und das sind die gebräuchlichsten Maße, mit denen der Schreiner auch arbeitet. Fragt mich bitte nicht, wo die Maße herkommen. Ich habe keine Ahnung. Es hat sich einfach eingebürgert und die meisten Schreiner kommen mit diesen Stärken auch wunderbar klar. In der Regel macht es Sinn, die Möbel anhand dieser Stärken, die verfügbar sind, zu planen. Jetzt ist nur das Problem, welche dieser Rohdicken nimmt man für welche Fertigmaße. Das hängt auch ein bisschen davon ab, was ihr daraus machen wollt. Als Beispiel einfach mal hier dieses Stück 27 mm. Das ist relativ gerade. Da bekomme ich nach dem Hobeln auch bei dieser Länge noch locker 20 mm raus. Das wäre also für eine Korpusseite beispielsweise bei einem Massivholzschrank ideal. Hier in diesem Stuhl, der ist noch nicht ganz fertig, habe ich drei verschiedene Holzstärken verbaut. Relativ viel 35 mm Ausgangsmaterial, beispielsweise für die Sitzfläche hier, für die Zargen, für die Querstreben hier. 52 mm Material für die Beine. Und hier hinten diese Sprossen, die sind aus 27er Material gehobelt. Also an einem Möbelstück drei verschiedene Holzstärken. Das ist natürlich ein Problem für viele von euch, die nur kleine Mengen an Holz verbrauchen. Da würde es vielleicht für den einen oder anderen Sinn machen, eine 52er Bohle zu kaufen und alles daraus zu fertigen. Wenn man das alles aus der 52er Bohle runterhobelt, hat man natürlich ganz viele Späne, also ganz viel Geld in den Müll geschmissen. Was natürlich dann keinen Sinn macht. Daher kommt natürlich schnell der Gedanke auf, aus dickem Material dünnere Brettchen zu sägen oder dünneres Material zu sägen. Dazu braucht ihr entsprechende Maschinen. In der Regel wird das mit der Bandsäge gemacht. Und das Ganze hat aber auch einen großen Nachteil, denn bei diesem Auftrennen verzieht sich das Holz schnell. Vor allem, wenn ihr lange Bauteile braucht, besteht dann immer die Gefahr, dass dieser Verzug sich nicht wieder zurückstellt, dass also die Bauteile nicht mehr gerade werden. Bei einem dünnen Bauteil, einer Füllung zum Beispiel, die irgendwo gehalten wird, ist das kein Problem. Bei einem Bauteil für einen Rahmen beispielsweise kann das zum Problem werden. Also ich würde immer versuchen, das passende Ausgangsmaterial zu nehmen und wirklich nur im Notfall dann Holz in der Stärke aufzutrennen. Bei der Materialstärke des Rohmaterials ist auch die Länge des Bauteils wichtig und wie stark euer Holz verzogen ist. Braucht ihr ein langes, gerades Bauteil, dann würde ich euch empfehlen, ruhig etwas dickeres Holz zu kaufen. Denn wenn euer Holz leicht verzogen ist, dann müsst ihr diese Krümmung ja raushobeln. Und dabei habt ihr einen sehr hohen Verlust in der Dicke. Da kann es euch dann wirklich passieren, dass ihr aus einer 35er Bohle, je nachdem wie lang euer Werkstück ist, nur noch 20 mm rausbekommt im Extremfall. Also schaut euch auch die Bohle vorher an, wenn es geht, ob die gerade ist. Je gerader euer Holz ist, umso weniger Hobelverlust habt ihr bei langen Bauteilen. Habt ihr so eine krumme Bohle und schneidet dort kurze Bauteile raus, dann habt ihr in der Regel das Problem nicht, da bekommt ihr auch noch eine gescheite Dicke raus. Und ich mache es bei Möbeln, wie hier dem Stuhl, auch sehr oft so, dass ich nicht mit bestimmten Dicken plane, sondern ja, relativ flexibel in der Planung bin. Beispielsweise hier bei der Sitzfläche, da habe ich das Holz so dick ausgehobelt, wie es nur ging. Also das dickstmögliche Maß hier rausgeholt und ob diese Sitzfläche jetzt 28 mm dick ist oder 30, spielt keine Rolle für diesen Stuhl. Da habe ich einfach so wenig weggehobelt, wie es ging. Ähnlich ist es auch hier mit den Beinen gewesen. Die sind jetzt 42 mm stark, das geplante Maß war 40 mm, aber das ist hier für den Stuhl egal. Also auch da könnt ihr ein bisschen flexibel rangehen.
Abschließend würde ich sagen, kauft das Holz natürlich in den Dimensionen, die euren Fertigmaßen am nächsten kommen. Je länger das Bauteil wird, umso mehr Hobelverlust habt ihr. Und macht dieses Hochkant-Auftrennen nur, wenn es nicht anders geht. Es führt oft zu Problemen, nicht immer. Kommt auch darauf an, wie es gelagert wird. Ja, und keine Fragerunde ohne das Thema Handhobel. Diesmal geht es aber um den Stahl für Hobeleisen und nicht um die Hobel selbst. Ich deute die Frage so, dass es sich in erster Linie um die Hobel der Marke Dictum handelt, denn die gibt es in diesen drei genannten Stahlsorten oder die Eisen gibt es in diesen drei Stahlsorten, besser gesagt. Erst einmal zum HSS. Da würde ich euch eher davon abraten, denn HSS ist ein sehr harter Stahl, der mit herkömmlichen Mitteln nur schwer zu schärfen ist. Ihr braucht also eigentlich ein Diamantschärfsystem, um diese Eisen vernünftig schärfen zu können oder in vernünftiger Zeit schärfen zu können. Also mit Wasserstein braucht ihr da überhaupt nicht anzufangen, das funktioniert nicht. HSS macht Sinn, wenn ihr extrem abrasives Material hobelt, also bestimmte harte Hölzer oder auch Kunststoffe. Ihr könnt mit HSS theoretisch auch Alu hobeln. Dann SK4, das ist der normale Werkzeugstahl. Das ist die günstigste Variante. In der Regel gut zu schärfen. Ihr bekommt da auch eine vernünftige Schneide hin, aber die Standzeit ist nicht so gut wie bei den anderen Stählen. Die japanischen Eisen habe ich auch getestet. Da habe ich sogar einen kurzen Artikel mal für die Holzwerken geschrieben. Von denen bin ich wirklich überzeugt. Sie werden sehr, sehr scharf und haben eine gute Standzeit. Sie sind zweilagig aufgebaut. Das heißt, ihr habt eine dickere, weichere Schicht, die einfach für die Stabilität des Eisens sorgt und eine dünne, harte Schicht, die die Schneide bildet. Und das ist eben der Trick bei diesen Eisen, dass ihr dieses laminierte Eisen habt. Also gut zu schärfen, eine tolle Schneide, etwas teurer als die normalen Eisen, aber das lohnt sich. Dann möchte ich noch kurz auf die Hersteller Lee Nielsen und Veritas eingehen, die andere Stähle verwenden. Veritas bietet seine Hobeleisen in unterschiedlichen Stählen an. Da würde ich euch ganz klar zum PMV11 Stahl raten. Das ist ein toller Kompromiss zwischen Schärfbarkeit und Standzeit. Die Eisen haben eine tolle Standzeit und lassen sich immer noch gut schärfen. Sie rosten auch nicht. Lee Nielsen nimmt A2 Stahl, auch ein nicht rostender Stahl. Ihr bekommt da eine wirklich gute Schneide hin, eine scharfe Schneide, fast wie bei einem Kohlenstoffstahl, aber mit einer wesentlich besseren Standzeit als Kohlenstoffstahl. Also ich würde diese beiden Eisen fast als gleichwertig einstufen. Also ich merke im Alltag da keine großen Unterschiede. Ich bin mit beiden Eisen sehr zufrieden. Die nächste Frage ähnelt so ein bisschen der ersten Frage. Es geht darum, auf welche Brettstärken man einen Stamm aufsägen sollte, wenn man ihn zum Sägewerk bringt. Diese Frage kann ich euch nicht beantworten, die müsst ihr euch selbst beantworten. Denn nur ihr wisst, was ihr aus diesem Holz irgendwann mal machen wollt. Wenn ihr das nicht wisst, dann habt ihr einfach ein Problem. Denn dann wird es so sein, dass egal wie ihr den Stamm auftrennen wollt oder lasst, das immer falsch sein wird. Also ihr müsst euch wirklich überlegen, was wollt ihr aus diesem Stamm machen und dementsprechend das Holz aufsägen lassen. Die Alternative ist, ihr habt richtig viel Holz, das ihr aufsägen lassen wollt. Dann macht einen Teil auf 27, einen Teil auf 35 und einen kleineren Teil auf 52 mm. Aber das bringt nur was, wenn ihr wirklich große Mengen sägt und dann praktisch aus dem Vollen schöpfen könnt, je nachdem, was ihr gerade bauen wollt. Wenn ihr nur einen Stamm habt, dann überlegt euch, was irgendwann in vielen Jahren daraus werden soll, wenn ihr dieses Holz verarbeiten wollt. Die nächste Frage dreht sich um das allseits beliebte Thema Gradleisten. Das Thema kommt immer wieder, denn Gradleisten werden, wenn man so in Foren liest, wenn man sich manche YouTube-Videos anschaut, ständig gemacht. Beim Schreiner sieht das allerdings ganz anders aus. Gradleisten werden heutzutage nur noch selten angewendet, denn Gradleisten haben einige große Nachteile. Der in meinen Augen größte Nachteil ist, dass sie einfach zu stark auffallen. Sie tragen ja auf. Eine Gradleiste muss eine bestimmte Dimension haben, damit sie ihre Aufgabe erfüllt und das ist alles andere als schön. Dann sind Gradleisten auch aufwendig in der Herstellung, wenn man sie richtig macht. Schauen wir uns hier als Beispiel mal diesen kleinen Massivholzschrank hier an. Der kommt komplett ohne Gradleisten aus. Den könntet ihr so auch wesentlich größer bauen, auch ohne Gradleisten. Hier bei den Seitenteilen zum Beispiel sind keine Gradleisten erforderlich, weil die Seitenteilen durch Boden und Deckel gerade gehalten werden. Umgekehrt gilt das Gleiche. Boden und Deckel werden durch die Seiten gerade gehalten. Also da wäre eine Gradleiste völliger Schwachsinn. Dann die Tür. Das ist eine Rahmenfüllungskonstruktion. Auch hier ist keine Gradleiste erforderlich. Wenn ihr eine solche Tür nicht in Rahmenoptik haben wollt, sondern wirklich als durchgehende Fläche, dann würde ich zu einem Plattenwerkstoff wie Tischlerplatte raten.
Denn ja, wenn wir mal ehrlich sind, wenn man eine solche Tür aus Massivholz baut, flächig, ohne Rahmen und haut dann hier innen drin Gratleisten rein, das ist alles andere als schön und praktisch. Also auch da würde ich von Gratleisten eher abraten oder eher absehen und einen anderen Werkstoff nehmen, der für diese Aufgabe einfach geeigneter ist. Dann gibt es noch die Hirnleiste. Ich habe leider kein Musterstück mehr da. Aber wenn euch das Thema interessiert, empfehle ich euch den Online-Kurs Massivholz richtig verarbeiten. Da zeige ich das Anbringen einer Hirnleiste. Das ist wesentlich dezenter als eine Gratleiste. Ich zeige aber auch die Gratleiste. Also wenn ihr euch für das Thema Gratleiste interessiert, wo das Sinn macht und wie man die macht, dann kommt das in diesem Online-Kurs vor. Eine der wenigen Anwendungen, wo eine Gratleiste meiner Meinung nach Sinn macht, sind Tische. Da nimmt man aber oft geschraubte Gratleisten. Das sind dann eigentlich keine Gratleisten, sondern einfach aufgeschraubte Holzleisten, die die Platte gerade halten, mit langen Löchern natürlich, damit die Platte arbeiten kann. Und in der Regel oder bei den meisten Tischkonstruktionen sieht man diese Leiste nicht, sodass die Schrauben auch nicht stören. Also Fazit, Gratleisten werden ganz klar überbewertet und sind nur sehr selten wirklich notwendig und machen auch sehr selten nur noch Sinn. Das hat auch nichts mit dem Raumklima zu tun. Natürlich haben wir mittlerweile in unseren Wohnungen ein wesentlich gleichmäßigeres Raumklima als noch vor Jahrzehnten. Das hat mit der Art und Weise zu tun, wie wir heizen, auch mit den Baustoffen, die verwendet werden für die Wände etc. Das führt jetzt alles zu weit. Aber auch hier habt ihr natürlich Klimaschwankungen, die das Massivholz mitmacht. Von daher ist eine materialgerechte Konstruktion immer noch notwendig, auch in der heutigen Zeit. Aber die Gratleiste eben nicht. Jetzt habe ich eine Frage, die auf den ersten Blick sehr simpel erscheint. Es geht darum, wie man am besten Runddübel einleimt, aber beim genauen Hinsehen doch den einen oder anderen sehr interessanten Aspekt hat. Erstmal ganz kurz, also nein, dieses Einschmieren mit Leim beider Teile ist absolut nicht notwendig, auch nicht das Gefummeln mit dem Zahnstocher. Ich zeige euch gleich eine viel einfachere Methode. Aber dazu solltet ihr euch so einen Runddübel erst einmal genauer anschauen. Ich habe hier zwei Stück hingelegt. Das ist ein herkömmlicher Riffeldübel, den man für Holzverbindungen nimmt. Das hier ist ein Rundstab, den habe ich selbst gemacht. Da gibt es ein Video dazu. Also seht das hier auch als kleine Ergänzung zu dem Rundstab-Video an. Der hat keine Riffel. Und da gibt es jetzt ein paar Details zu beachten. Erstmal zum Riffeldübel. Diese Riffel hier haben die Aufgabe, den Leim zu verteilen. Ihr seht auch hier unten eine kleine angearbeitete Phase. Die ist dafür da, dass ihr den Dübel leichter ins Loch stecken könnt, ganz klar. Aber auch die hat mit der Leimverteilung zu tun. Denn wenn ihr in ein Dübelloch Leim reinmacht und eben nicht den Aufwand betreibt mit dem Zahnstocher etc., dann sorgt dieser Riffeldübel dafür, dass der Leim gleichmäßig verteilt wird. Beim Einstecken dieses Dübels hier ins Loch drückt dieser Dübel den Leim nach unten. Durch diese Phase hier wird der Leim aber im Loch praktisch verdichtet. Schwierig auszudrücken, aber gleich wird es klar. Und dann durch die Riffel wieder nach oben gedrückt. Und dadurch ist der Dübel rundum mit Leim benetzt. Beidseitige Leimangabe ist absolut nicht notwendig. Und der Dübel ist richtig eingeleimt. Bei den glatten Rundstäben, da solltet ihr wirklich darauf achten, dass der Rundstab nicht zu stramm geht. Denn ansonsten schiebt er euch den Leim, wenn der Rundstab wirklich stramm ist, einfach nur nach unten ins Loch. Da wirkt er dann wie ein Puffer und ihr kriegt den Dübel nicht ganz reingehauen. Also im Notfall schleift diese Rundstäbe einfach etwas dünner, damit sie minimal Luft haben, damit auch Platz für den Leim ist. Aber auch dann funktioniert das so, dass die kleine Phase hier dabei hilft, den Leim, der unten im Loch ist, seitlich am Dübel entlang zu drücken und ihr habt wieder eine saubere Verleimung. Wenn ihr selber Runddübel machen wollt und eben diese Riffel haben wollt, dann geht es auch ganz einfach und das ist jetzt die Ergänzung zum Rundstab-Video. Dann könnt ihr das beispielsweise so machen, dass ihr den Dübel flach hinlegt, einen Simshobel nehmt, das Eisen relativ stark rausstellt und damit dann Rillen hier in den Rundstab hobelt, dann habt ihr im Prinzip einen selbstgemachten Riffeldübel. Und statt jetzt hier mit einem Zahnstocher, kleinen Pinsel oder wie auch immer zu versuchen, diesen Leim gleichmäßig im Inneren des Loches zu verteilen, nehmt ihr einfach eine Leimspritze, setzt die an die Kante eures Loches an, drückt etwas Leim raus und dann dreht ihr die Leimspritze und schon habt ihr rundum oben am Loch Leim. Wenn ihr jetzt den Dübel reindrückt, dann seht ihr,
wenn ihr richtig fest drückt, dann den Dübel richtig reinschlagt, dass hier außenrum schön der Leim rauskommt. Das heißt, der Dübel ist rundum wunderbar beleimt, alleine durch diese Leimangabe und die Riffel hier drin. Da müsst ihr euch das Leben also gar nicht so schwer machen. Das gleiche gilt auch für den zweiten Teil dieser Frage. Müssen Flachdübel immer in der Mitte eingeleimt werden? Nein, auf gar keinen Fall. Da sind auch schon einige Antworten gekommen von euch. Vielen Dank dafür. Also da würde ich dazu raten, schaut euch mal meine Playlist zum Thema Flachdübelfräse an. Da erkläre ich den Umgang mit der Maschine und da wird auch klar, dass die Dübel auf gar keinen Fall immer in der Mitte sitzen müssen. Da macht ihr euch das Leben nur unnötig schwer. Bei der nächsten Frage geht es um das allseits beliebte Thema Oberflächenbehandlung, konkret um das Thema Porenfüllen. Ich kenne das Porenfüllen eigentlich nur von der Shellackbearbeitung oder Shellackoberfläche. Da habe ich absolut keine Ahnung davon, da müsst ihr andere Kanäle schauen. Ich habe aber das Porenfüllen dennoch mal ausprobiert vor Jahren und bin ganz schnell davon abgekommen. Denn wenn ihr euch so ein Stück Holz hier anschaut, das hier ist Eiche, ein relativ offenporiges Holz, dann bilden ja diese Poren hier, also diese Vertiefungen mit ihren unterschiedlichen Färbungen, einen großen Teil des Charakters dieses Holzes. Wenn ihr jetzt diese Poren hier verfüllt, dann ändert sich die Optik des Holzes. Meiner Meinung nach eher zum Negativen als zum Positiven. Das Holz wirkt meiner Meinung nach dann eher verwaschen. Wie gesagt, bei Shellack-Politur ist das ein ganz anderes Thema. Da hat das Porenfüllen auch einen ganz anderen Grund. Also ist nicht vergleichbar mit dem, was ich euch jetzt hier erzähle. Also es entsteht, wie gesagt, eine eher verwaschene Holzoptik. Die Kontraste gehen so ein bisschen verloren. Das Gleiche gilt auch für das Einschleifen von Ölen. Das wird ja auch oft empfohlen, dass man hier Öl aufträgt und dann das Ganze schleift und dabei den Schleifstaub in die Poren reindrückt mit dem Öl, um diese Poren zu füllen. Auch davon halte ich recht wenig. Das gibt auch so eine verwaschene Optik. Bei den Amerikanern sieht man sehr oft, dass mit einem bestimmten Porenfüller diese Poren hier gefüllt werden. Alles einfarbig, auch da geht der komplette Charakter des Holzes verloren zugunsten einer spiegelglatten Oberfläche, die dann nach Plastik aussieht. Also ich bin kein Fan davon, mache das auch nicht. Würde es auch euch nicht unbedingt empfehlen, wenn ihr den Holzcharakter erhalten wollt. Und deswegen ist das auch in meinem Online-Kurs nicht erwähnt worden. Die nächste Frage bezieht sich auf Werkstoffstärken oder Plattenstärken. Also warum haben Plattenmaterialien immer so seltsame Maße, wie zum Beispiel 19 oder 18 mm? Einen eindeutigen Grund dafür habe ich auch nicht gefunden. Vielleicht hat es damit zu tun, dass einige dieser Maße auf Zoll basieren, keine Ahnung. Aber es spielt auch keine große Rolle. Also da macht ihr euch vielleicht einfach auch zu viele Gedanken. Dann kommt noch dazu, dass viele dieser Platten ja dazu gedacht sind, um beschichtet zu werden. Nehmt ihr also eine 19 mm Spanplatte, macht da beidseitig Furniert drauf und schleift das nochmal, seid ihr bei 20 mm. Es gibt auch gerade Plattenmaße, also nicht alle Plattenstärken sind ungerade. Es gibt zum Beispiel 8 mm Platten, es gibt 16 mm Platten, das sind gerade Maße. Also das könnt ihr nicht verallgemeinern. Aber wie gesagt, es spielt eigentlich keine Rolle. Ihr müsst das ja nur bei der Planung berücksichtigen. Und ob ihr nun mit 20 mm rechnet oder mit 19 mm, das spielt im Prinzip ja keine Rolle. Also von daher, denke ich, ist das Thema nicht so wichtig, dass man sich da wirklich viele Gedanken drum machen muss. Ihr könnt euch ja anschauen, in welchen Plattenstärken gibt es die Materialien, die ich gerne habe und plant halt damit. Sind Festool-Geräte wirklich so gut oder ist das nur wie bei Apple ein Fetisch? Ich kann Apple nicht beurteilen, ich arbeite seit Jahrzehnten mit Windows-PCs und bin damit zufrieden. Die erfüllen voll und ganz meine Wünsche und da sind wir auch schon beim Thema Werkzeug. Ein Werkzeug ist dann gut, wenn ihr damit zufrieden seid, wenn ihr die angedachten Aufgaben mit dem Werkzeug gut erfüllen könnt, dann ist ein Werkzeug gut. Festool stellt ohne Zweifel sehr gute Werkzeuge her. Ich habe auch einige Festool-Werkzeuge im Einsatz, die seht ihr immer in meinen Videos. Für mich ist zum Beispiel bei einem Werkzeug wichtig, dass es eine gute Absaugung hat. Und da macht Festool wirklich einen guten Job. Muffel macht das auch sehr gut. Generell beim Thema Absaugung ist es leider so, dass eher die Premium-Hersteller sich da wirklich drum kümmern. Bei den etwas günstigeren Maschinen ist die Absaugung meistens etwas schlechter als bei den teuren. Ich lege Wert auf eine gute Absaugung, deswegen kommen bei mir auch viele Festool-Geräte zum Einsatz. Dann sind die Maschinen meiner Erfahrung nach sehr langlebig, wodurch sich dann die Grundinvestition auf viele Jahre wieder rechnet. Also auch das ist ein Punkt, der meiner Erfahrung nach für Festool spricht. Ergonomie ist in der Regel sehr gut, auch das passt. Die Maschinen sind ja dafür gemacht, dass der Profi tagtäglich damit arbeitet. Da setzt also der Hersteller auch ganz andere Maßstäbe an und das schlägt sich im Preis nieder.
Mir ist ganz klar, dass nicht jeder von euch sich die komplette Werkstatt mit Festool ausrüsten kann. Da müsst ihr selbst entscheiden, was ihr bereit seid auszugeben. Das Thema teure Werkzeuge kommt auch immer wieder und da möchte ich jetzt nicht wieder drauf eingehen. Das haben wir, glaube ich, zu Genüge diskutiert hier. Also ja, Festool-Werkzeuge sind sehr gut, aber auch nicht alle. Also zum Beispiel die OF 1010 haut mich nicht vom Hocker. Da gibt es bessere Oberfräsen, auch für die Akkuschrauber kann ich mich nicht wirklich begeistern. Dann gibt es immer wieder solche seltsamen Gimmicks wie Verteilersysteme mit Steckdosen. Auch das muss man überlegen, ob man das braucht, um es mal so auszudrücken. Also um es auf den Punkt zu bringen, ob euch die Werkzeuge das Geld wert sind, müsst ihr selbst entscheiden. Mir sind sie es an vielen Stellen. Die Werkzeuge sind gut, sie sind langlebig, sie sind durchdacht. Ihr müsst auch nicht alles von einem Hersteller kaufen. Der Systemgedanke wird oft angeführt. Ja, teilweise stimmt das, aber teilweise auch eben nicht. Schaut euch die Oberfräsen an. Da gibt es für drei Oberfräsen drei verschiedene Systeme mit Kopierringen, drei verschiedene Parallelanschläge. Also da ist nichts mit System. Auch da müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das braucht. Ja, und weiter geht's mit der nächsten Frage. Da geht es wieder um eine Holzkonstruktion. Hat so ein bisschen was von Gradleiste. Es geht darum, dass eine Tischplatte sich verzogen hat, weil unten drunter eine Leiste festgedübelt war, die einfach dieser Spannung im Holz nicht gewachsen war. Generell muss man hier sagen, auch eine gedübelte Leiste stellt eine feste Verbindung zwischen Quer- und Längsholz dar, auch wenn die Dübel nur eingeleimt sind und nicht die Leiste. Diese Querverbindung hindert die Platte am Arbeiten. Das ist ein Riesenfehler, den sollte man so bei einer Holzkonstruktion nicht machen. Da bringt es auch nichts, wenn man noch mehr Dübel einleimt. Im Gegenteil, das verschlimmert das Problem noch. Generell sollte man nie Längs- und Querholz auf längere Distanz fest miteinander verbinden. Ganz egal, ob mit Dübeln, Schrauben, wie auch immer. Eine feste Verbindung ist eine feste Verbindung. Hier helfen geschraubte Gradleisten. Das heißt, man macht im Prinzip eine Leiste, die so stark ist, dass sie die Platte gerade halten kann. Also mindestens 2 bis 3 Mal so hoch, wie die Platte dick ist. Und diese Leiste wird so mit der Platte verbunden, dass die Platte unabhängig von der Leiste arbeiten kann. Das Einfachste sind Langlöcher und Flachkopfschrauben. Und dann sollte das Ganze auch funktionieren. Aber wie gesagt, die Dimensionen müssen zueinander passen. Die Leiste muss in der Lage sein, diese Platte gerade zu halten. Bei der nächsten Frage musste ich auch erstmal mich ein bisschen einlesen, um mir eine Meinung zu bilden. Und mehr als eine Meinung kann ich hier auch nicht wiedergeben. Es geht um Schadstoffemissionen, besonders bei Kiefernholz. Da werden Terpene freigegeben. Terpene gelten als allergieauslösend oder viele Leute sind allergisch gegen Terpene, beispielsweise auch gegen Orangenschalenöl. Ja, ich habe mir das Ganze dann mal, wie gesagt, durchgelesen und ja, auch ich komme zu dem Schluss, wie es auch da in den verlinkten Artikeln ist, dass die Dosis natürlich das Gift macht und dass man in normalen Wohnräumen nicht die Konzentration an Ausdünstungen erreichen wird mit Kiefernholz, die wirklich gesundheitsschädigend ist. Wer natürlich allergisch ist gegen diese Stoffe, der muss aufpassen, das ist ganz klar, aber das trifft auf viele Stoffe zu. Ich möchte das Ganze jetzt nicht kleinreden, dafür habe ich einfach auch zu wenig Ahnung davon, aber so wie ich das lese, braucht ihr euch da keine Gedanken drum zu machen, dass Kiefernholz im Wohnraum irgendwie gefährlich sein sollte. Ja, und das war es auch schon für diesen Monat mit euren Fragen. Natürlich könnt ihr über Kommentare immer Fragen stellen, aber die werde ich dann nicht extra im Video beantworten. Das gibt es halt nur einmal im Monat. Und das war's für diese Woche von mir. Ich wünsche euch wie immer ein schönes Wochenende und habt viel Spaß in eurer Werkstatt.